Ja, ich begrüße Sie im Lotto-Treff Rheinland-Pfalz ganz herzlich zur Pressekonferenz der Regionalliga-Begegnung VfB-Servance gegen TuS Koblenz. Ein besonderer Willkommensgruß geht natürlich wie immer an die Vertreter der Presse und natürlich an die beiden Trainer von TuS Koblenz, Arnel Czaka und Steven Jones vom VfR Wamatia. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rover Hightech Schmierstoffe GmbH Worms. Ja, wir wollen gleich in die Pressekonferenz einsteigen. Das Spiel endete vor 965 Besuchern 1:0. Herr Czaka, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal hallo zusammen an alle und, ja, und Glückwunsch an Wamatia. Wir haben uns einiges vorgenommen, klar, in der keine einfache Situation. Ich habe jetzt 3-4 Tage mit der Mannschaft trainieren können und wir wollten mutig spielen, davon hat man auch gesehen, erste Halbzeit, und wollten alles in die Waagschale werfen, versuchen das Spiel zu gewinnen natürlich. Ich denke, erste Halbzeit war das ausgeglichene Spiel und wir hatten auch ein paar Möglichkeiten. Kam gut in die Box, hat vielleicht die letzte konsequent gefehlt. Kriegen stand das Tor, der nicht passieren darf natürlich. Der Foul darf nicht draußen passieren. Das war jetzt einmal eine klare Aufteilung, wir haben 1 gegen 1, aber es passiert leider und dann wird es schwierig, klar, gegen guten Gegner. War es nicht einfach. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesagt, und in der Halbzeit werden nochmal alles versuchen, das Spiel zu drehen. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, man hat gesehen, die Mannschaft hat versucht, alles gegeben. Leider hat es nicht geklappt, aber es geht weiter. So ist das Leben, wie gesagt. War nicht einfach in den 3-4 Tagen. Wir haben alles versucht, die Jungs haben gut trainiert, die Köpfe frei zu kriegen. Natürlich habe ich auch ein anderes Spiel, Philosophie, wie anders Fußball spielen. Wie gesagt, ich denke, hat man heute gesehen, aber leider haben wir verloren, aber es geht weiter. Alles Gute nochmal, Wamatia. Vielen Dank, Arnel Czaka. Steven, Gratulation zum Sieg und bitte deine Spielanalyse. Ja, ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, man hat gesehen, dass ihr viel versucht habt, dass ihr sehr gut drin wart, auch um der Partie, und sehr mutig wart, sehr aggressiv wart. Genau das, was wir auch ein Stück weit erwartet haben. Und für uns war es wichtig, jetzt einfach nach der ärgerlichen Niederlage in Walldorf mit 4 Gegentoren war es für uns wichtig, dass wir gut verteidigen, dass wir als Gruppe gut verteidigen, dass wir uns auf den Kampf einlassen und einstellen. Und ich glaube, das haben die Jungs gut gemacht, haben dann das Glück, dass wir, oder es ist auch mittlerweile eine gewisse Qualität, ja, dass wir mit dem Standard dann mit Tommy 1:0 in Führung gehen. Und haben euch dann mehr das Spiel machen lassen, das war bewusst auch so, und wollten dann in den Umschaltmomenten dann vielleicht das Ergebnis nach oben schrauben, haben dann auch gute Möglichkeiten gehabt, gerade Anfang, Mitte, zweiter Halbzeit, wo ich sage, wo wir gute Kontersituationen hatten, die wir auch ein Stück weit gut zu Ende gespielt haben, aber dann nicht veredelt haben. Am Ende des Tages haben wir es gut verteidigt, haben es als Gruppe gut gemacht, und deswegen bin ich sehr zufrieden, dass wir jetzt mit einem Sieg dann auch in die Rückrunde gut reingekommen sind und dass wir uns dafür für eine gute Arbeit belohnt haben. Macht ja mehr Spaß jetzt dann morgen beim Jahresempfang und jetzt auch heute vor Ihnen zu stehen mit einem Sieg im Gepäck. Dir wünsche ich alles Gute, soweit man das als Konkurrenten im Abstiegskampf dann sagen kann, aber dir persönlich auf jeden Fall alles Gute, und ich glaube, dass man heute gesehen hat, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die noch das ein oder andere Spiel gewinnen kann. Schauen wir mal. Danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Steven. Gibt es Fragen der Presse? Steven, du musstest Benny Maaswald ersetzen. Was hat letztlich den Ausschlag für Erika Farre gegeben, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Maurice Naack oder auch anderen? Ach, ne? Oh ja, also ich glaube, dass Perrick, aber ebenso wie Morris, eine gute Vorbereitung gespielt haben und da auch schon sehr präsent waren, wenn sie gespielt haben. Und von daher sind es Kleinigkeiten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Perrick ein Stück weit präsenter in den Zweikämpfen ist und dass uns das heute gut tun kann, ihn da auf dem Platz zu haben mit seinen Ballgewinnen, mit seiner Physis auch. Ich glaube, dass er es auch gut gemacht hat, und von daher war das eine Entscheidung für einen Perrick, nicht gegen irgendjemand. Das gilt immer, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe. Und ich glaube, er hat es gut gemacht, und von daher freue ich mich. Alles gut. Ja, ähnliche Frage an den Arnel. Arnel, du hast Marco Müller draußen gelassen, dafür
den Kevin nach langer Pause direkt von Beginn an spielen lassen? War das die Idee geschuldet, hier offensiver ans Werk zu gehen? Ja, natürlich. Kevin hat auch einen guten Eindruck gemacht im Training auch. Und wir wollten mutig spielen, wie gesagt. Wir brauchen Punkte, wir wollen Spiele gewinnen. Und da nur deswegen war ich in der Entscheidung, den Marco Müller ist ein toller Junge. Alle haben im Training mitgezogen, da war richtig Leben drin, jeder Einzelne, das war top. Und ich kann keinen Vorwurf machen. Nur deswegen. Herr Czaka, Sie haben gesagt, Sie haben eine andere Fußballphilosophie. Können Sie das konkretisieren, wo da die Unterschiede genauer liegen? Ja, mein Kollege weiß, wie es vorher war. Es ist halt, wie gesagt, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, jede eigene Art, wie er Mannschaft führen will soll. Und das habe ich natürlich auch. Und wir müssen mehr Fußabstellung, Auge sagen, die Tugenden, Aggressivität, Laufbereiche, das muss das doch normal sein auf der Welt. Ohne das kann man nicht in der Regionalliga Fußball spielen. Wir müssen mehr Fußball spielen, das Chancen noch mehr herausarbeiten. Am ersten Halbzeit teilweise nicht schlecht gemacht und war letzte Konsequenz nochmal Abschluss, können wir 2-3 Mal kommen, sind wir leider nicht. Aber wie gesagt, da müssen wir uns mehr Chancen herausarbeiten, mehr Tore machen, absolut. Und natürlich auch versuchen, dass wir in den letzten 2 Spielen war leider zu viele Tore gekriegt, das muss auch mal, dass wir zu 0 auch mal hinspielen, das ist auch wichtig. Aber es ist Fußball, Regionalliga, Kleinigkeiten entscheiden. Wir haben heute Standards auch eine absolute Qualität, das ist klar und so ist das. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Moment. Ja? Nein, doch nicht. Gut, dann fanden heute noch 2 weitere Spiele in der Liga statt. Und die Ergebnisse hier nochmal kurz. Völklingen unterliegt Kickers Offenbach mit 0:3. Und der FSV Frankfurt schlägt Eintracht Stadt-Allendorf mit 2:1. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen bedanken. Ihnen, Herr Czaka, eine gute Heimfahrt und alles Gute mit Ihrem Team. Danke Ihnen auch. Und Steven, dir natürlich auch alles Gute. War wichtig heute, habt ihr gut gemacht. Und morgen einen schönen Jahresempfang. Und für die nächste Auswärtsaufgabe alles Gute. Macht's gut. So. Jetzt ist zu spät. Die Pressekonferenz ist natürlich damit beendet, aber es geht wie immer noch mal weiter bei uns hier oben und zwar mit Jens Silex und dem Spielerinterview. Heute steht zur Verfügung Alan Stuhli. Ja, danke schön, Rainer. Hallo Alan Stuhli, vielleicht auch ein Applaus zum Sieg heute, 3 Punkte, ganz wichtig. Ja, wie hast du das Spiel heute gesehen, vom Platz aus? Also ich denke, wir haben verdient gewonnen heute. Wir waren auf jeden Fall besser wie letzten Freitag. Haben uns auch viel vorgenommen, auf jeden Fall spielerisch besser zu spielen. Und hat auch teilweise gut geklappt. Aber natürlich ist noch ein bisschen Luft nach oben. Hat es euch in den Karten gespielt, gleich nach 8 Minuten mit 1:0 zu führen? Gibt es Sicherheit? Natürlich gibt es. Das Selbstvertrauen steigt und... ja, es hat auf jeden Fall uns in den Karten gespielt. Jetzt hast du selbst einen Freistoß fast ans Lattenkreuz gesetzt, man hat es fast noch zischen gehört. Es war ziemlich knapp, oder? Ja, war knapp, ab und zu mal im Training übe ich ab und zu mal. Und ja, gegen Köln war es schon knapp und heute auch. Sprecht ihr euch ein bisschen ab, auch wenn Benni wieder dabei ist, wer dann die Freistöße macht oder gerade so, wer sich gut fühlt? Ja, ich denke, der muss sich gerade gut fühlen, aber klar, wenn die Maß macht, ist hervorragend und natürlich bleibt er die Nummer 1. Was war für dich jetzt so der große Unterschied zwischen dem Auswärtsspiel in Walldorf und heute gegen TuS Koblenz? Ja, Koblenz hat schon ein Vorspiel gehabt in Mainz. Wir sind gerade reingekommen und ja, gegen Walldorf, ja, da haben wir spielerisch, waren wir nicht so präsent, haben uns nicht so getraut, von hinten raus zu spielen. Heute haben wir es versucht, war auch die Vorgabe und ich denke, hat auch teilweise gut geklappt. Welchen Schluss hast du für dich selbst gezogen, auch bei der Wintervorbereitung? Ja, auf jeden Fall habe ich geackert, ja, die 5 Wochen. Natürlich war es dann bitter, dass wir verloren haben, aber auf jeden Fall will ich immer Gas geben und der Mannschaft helfen, so viele Punkte wie möglich einzufahren in dieser Saison. Die nächsten Punkte vielleicht nächste Woche statt Allendorf. Wie schätzt du den Gegner ein?
ja, wir haben auf jeden Fall eine Rechnung offen gegen die, haben hier verloren leider. Und wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Dann toi toi toi, bringt uns wieder Punkte mit. Herzlichen Dank, dass du da warst. Alan Stulin. Danke.